Willkommen zurück zu Papers, Please. Willkommen zu einer weiteren Folge. Machen wir in der Geschichte weiter. Und zwar sind wir jetzt an Tag 17. Und wir haben ganze 300 Credits. Habt ihr in der letzten Folge gesehen. Unglaublich viel Geld haben wir jetzt. 300 Credits. Wow. Okay. Fortsetzen. Wahrheit von Astotzka. Vorfall in Grissin zeigt Risiken auf. Weitere Sicherheitslecks befürchtet. Ein tigrischer Verräter von Vereinigter Föderation abgewiesen. Das heißt, der könnte vielleicht irgendwann mal bald zu uns kommen. Vielleicht noch in dieser Folge, wer weiß. Ich weiß, dass er in Republien abgewiesen wurde. Und jetzt in der VF. Genau. Ja, es zeigt Risiken auf. Schon klar. Aber wir haben ihn gefasst, okay? Oh, wer ist denn das? Einer der Wächter, im Grünen diesmal. Ja, Schusswaffengebrauch, genau. Suchte Kriminelle. Hallo. Guten Tag. Ich habe gehört, du kommst auch aus Nirsk. Ich bin da aufgewachsen, war aber seit Jahren nicht mehr dort. Ist immer noch der Welt. Hat sich nichts verändert. Haha, klar, habe ich nicht vergessen. Ich bin Sergio, wie schön dich kennenzulernen. Ich werde mein Bestes tun, um auf dich aufzupassen. Okay, wir haben also links haben wir Kalensk und rechts haben wir Sergio. Auf die beiden müssen wir jetzt ganz besonders aufpassen. Karte. So, packen wir jetzt mal dorthin. So, wunderbar. Wir müssen uns natürlich wieder die Verbrecher vornehmen, suchen und beim weiteren Vorfall schießen. Mit einem Narkosegewehr. So, sie wird nicht gesucht. Zweck ihrer Reise, Transit. Dauer einige Wochen. Einige Wochen Transit, genau. Quinn, Noxilova, Quinn. 53VDW, SEBEA, Transit 14 Tage, Datum ist in Ordnung, Siegel ist in Ordnung. So, kinnlange Haare, 58 Kilogramm und 1,80, Datum ist auch in Ordnung. Antigrin, Glorian, wunderbar, dann passt das, Bild ist auch in Ordnung, Datum ist noch gültig, dann darf sie durch. Und machen Sie mir Erkennung. Oh, wunderbar. Ein Essig-Agent. Essig greift keine Grenzübergänge an. Das waren unbekannte Extremisten. Der Orden will korrupte Machtzentren schwächen, nicht Unschuldige verletzen. Ein Essig-Agent trifft heute ein, um die Extremisten zu entlarven. Das ist mir sowas von egal. Heute. Ach nö, jetzt habe ich wieder so ein Dingsterbumster. Z. Ha. Okay. Wenn sie einen gültigen Pass haben, lasse ich sie durch. Ja, also, keine Ahnung. Wosenfeld-Distrikt, Seif, Nadesta, legen wir es mal drüber. Nö, es passt nicht. Oder? Nee, nicht wirklich. Seif, Nadesta, 14.01.58, 14.01.58, 1,90 Meter. Da ist aber was ganz schön falsch. Körpergröße ist anders. An ihren Schuhen, ja. Die sind aber 20 cm Unterschied. Ich weiß nicht, ob sie 20 cm hohe Schuhe haben. Scheinbar hat sie 20 cm hohe Schuhe. Pff, okay. 52 Kilogramm. Wosenfeld, Orwetsch. Datum und Bilder passen. Sie wird nicht gesucht. Okay. Sleba Stotz. Papiere bitte. Zweck ihrer Reise, Diplomat. Das Siegel passt. Zara, Kalagui Zara, E214B, E214B, VSE88, VSE88. Astotzka ist mit dabei, wunderbar. Skull, Datum ist in Ordnung und Bild passt. Wird auch nicht gesucht, also darf sie durch. So, nächster wird nicht gesucht, möchte aber arbeiten. Ich bin hier, um zu arbeiten. 8 Wochen, 2 Monate. Rebecca Kulos,
Cool aus Rebecca, Rebecca cool aus, genau. 487T3, 487T3, A4, F9P, A4, F9P ist abgelaufen. Ja, es tut mir leid, aber das kann ich nicht ändern. Das kann ich einfach nicht ändern. So, hier ist er. So. Gewisse Ähnlichkeit, aber ich arbeite an einem Bericht über die Verhältnisse nach Stotzka. Bleibt so lange wie möglich, aber hat keine Einreisegenehmigung. Ja, Sie sind Journalist. Sie haben doch da meinen Pass. Nee, sowas geht hier nicht. Ein Skandal ist das. Warum weisen Sie mich ab? Ihr Presseausweis ist für die Einreise nicht von Bedeutung. Sie verletzen meine Grundrechte, Ihre korrupten Machtmissbrauch und muss ich mir nicht länger bieten lassen. Darüber werden Sie noch was Schönes zu lesen bekommen. Ist mir vollkommen egal. So, wird nicht gesucht. Zweck Ihrer Reise, Besuch. Dauer des Aufenthalts, 2 Monate. Besuch 2 Monate, wunderbar. Linia Matieska, Matieska Linia. Machen wir es. 6BW5M, 6BW5M, E7RXJ, E7RXJ, Besuch 2 Monate. Besuch 2 Monate. Ja, okay. Okay. 29.12.82. Und Siegel stimmt auch. 1,80, genau, 63 Kilogramm. Zerzauste Locken. Ja, ist auch noch gültig. Great Rapids, Vereinigte Föderation, genau. Datum ist auch in Ordnung, Bild passt, wird auch nicht gesucht, also der nächste. Machen Sie mir ja keine Ärger. Bisschen verspätet, egal. Papiere bitte. Papiere bitte. Ich brauche Ihren Ausweis. Wenn Sie Ihren Ausweis verlieren, dann kommen Sie nicht hierher. Es bringt Ihnen nichts, hierher zu kommen, wenn Sie keinen Ausweis haben. So, wird nicht gesucht. Zweck der Reise, einwandern. Einwandern, unbegrenzt. Alexandre Massip, Massip Alexandre. DHM4H, DHM4H, J1, JFU, J1, JFU. Einwanderung unbegrenzt. Datum ist in Ordnung, Siegel ist in Ordnung. 1,78, ja, so ungefähr 81, 81 Kilogramm. Kurze glatte Haare, ja, Datum ist an sich in Ordnung. Das heißt, wenn er jetzt hier keine Schmuggelwaffen hat, Kolächen, Idor, okay. Tatsächlich nicht. Wow. Datum ist in Ordnung, Bild ist in Ordnung. Dann darf er durch, ja. Also, ich meine, hat er irgendwie 4 Kilogramm mehr Gewicht, aber er hat keine Schmuggelwaffen dabei. Ganz einfach. Papiere bitte, Zweck der Reise, Besuch. Dauer des Aufenthalts 3 Monate. Besuch 3 Monate, das stimmt an sich. Wird nicht gesucht. Ja. Ignatov David, 0E8MR, 0E8MR, B90WB, B90WB, Besuch 3 Monate, 22.12. ist gültig. Siegel passt. 1,72, genau, 83 Kilogramm, dunkle Haare, ja, Datum ist in Ordnung. Das Bild ist ein bisschen anders, oder? Nee, ist nicht anders, okay. Great Rapid, das wissen wir noch aus dem Kopf, Datum passt, dann darf er durch. Machen Sie mir ja keinen Ärger. Papiere bitte, wird nicht gesucht. So, Astotzka, Fardesto. Fardesto-Distrikt. Mativi, Anna. Anna Mativi. 16.07.37. 16.07.37. 1,75, genau, 54 Kilogramm. Die Bilder an sich sind stimmig. Ja. Paradiesna. Paradiesna. Datum ist in Ordnung. Dann darf sie durch. Und schaffen noch eine Person? Letzte. Letzte, oh, ganz knapp, ganz knapp, ganz. Ui, okay. So, wird auch nicht gesucht. Wir haben jetzt schon 2 Tage hintereinander keine Person gefunden, die wir gesucht haben können. Keine Ahnung.
Nochmal aus Ostrotzka. Veselo-Distrikt. Veselo. Roperseva Anna. Roperseva Anna, genau. 8.5.44, 8.5.44, 1,75, 63 Kilogramm. Ostgrästin ist abgelaufen. Nö. Ich lasse ihn nicht durch. Tschüss. So. Der sollte heute kommen, der Agent. Ich habe gar nicht mehr drauf geachtet. Haha, wunderbar. Ja, hoppala. Ihr Sohn hat in 2 Tagen Geburtstag. Na, das ist doch schön. 2 Tage. Okay. Gut zu wissen. So, wir haben 340 Credits. Wunderbar. 13 Leute haben wir abfertigen können. Ich glaube, letzte Woche hatten wir 6 am zweiten Tag. Also, das ist halt knapp die Hälfte. Ja, gehen wir schlafen. Ostrotzkas eiserner Vorhang. Internationale Medien enthüllen einseitige Visavergabe. Hä? Inwiefern? Das ist dieser eine Dingsabums, ne? Dieser eine Reporter, den wir abgewiesen haben. Das ist nicht einseitig. Er hatte einfach keine gültigen Dokumente dabei. Er hatte nur den Pass und diesen einen Presseausweis, wo keine gültigen Daten drin stehen. Also vollkommen Pech. Import protestiert gegen Handelsbeschränkungen. Erhebt Astorzka unfaire Steuern auf emporische Güter. Das ist nicht. 10. Dezember 82. So, schieben wir das mal hin. Den Wimpel packen wir dahin. Ja, also, keine Ahnung, wann wir den endlich loswerden. Schlüssel packen wir dorthin. Inspektor, die Kritik der Weltpresse hat Folgen für die Grenzkontrollen. Alle abgelehnten Einreisegesuche müssen mit einem Stempel mit dem Grund der Ablehnung versehen werden. Ein neues Stempelkissensystem wurde installiert. Ermitteln Sie Diskrepanzen im Verhör, um den Stempelgrund der Ablehnung vorzubereiten. Jawohl. Ablehnung. Der Stempelgrund der Ablehnung wird beim ersten Verhör aktiviert. Wenn Sie die Einreise verweigern, stempeln Sie abgelehnt und den Grund der Ablehnung in den Pass. Sollte ein Einreisewilliger die Diskrepanzen hinreichend erklären können, ist eine Genehmigung autorisiert, auch wenn der Stempel Grund der Ablehnung verfügbar bleibt. Es lebe Ostrotzka. Schusswaffengebrauch. Gesuchte Kriminelle und nichts weiter. So, also, wir müssen jetzt einen weiteren Stempel reinhauen, wenn wir sagen, nö, ihr dürft nicht rein. Das ist natürlich doof, denn es kostet mehr Zeit. Bisher war es so, wenn irgendwelche Daten falsch waren, zum Beispiel das Datum, wenn wir das Datum nehmen, wenn der Pass abgelaufen war, wir mussten sie bisher nicht darauf hinweisen. Wir hätten einfach sagen können, abgelehnt. Tschüss. Ja? Jetzt müssen wir sie darauf hinweisen, mit dem Verhör und mit dem zweiten Stempel. Und das ist doof. Das ist doof. Es kostet mehr Zeit, wir bekommen dann weniger Geld, weil wir weniger Leute abfertigen. Das Spiel wird halt immer schwieriger. Papiere bitte, wird nicht gesucht. Zweck der Reise: Besuch 30 Tage. Besuch 30 Tage. Hat man mir nie gegeben. Er hat keinen Ausweis. So, da haben wir hier den Grund der Ablehnung. Und dann steht da irgendwas gekritzelt, das können wir gar nicht erkennen. Abgelehnt? Mit welcher Begründung? Steht da. Ach so. Ja, wirklich, also, leck mich trotzdem. Ich habe doch schon gesagt, dass er keine Anhang A-Identität hat. Das hat er nicht. Also, hä? Warum fragt er dann noch? Burnton Distrikt aus Astotzka. Burnton, Burnton. Gut. Petrevosk, Liliana, ui, da stimmt was nicht. Da ist ein J zu viel. Liliana. Ich habe mehrere Namen, kann sein. Tatsächlich. Achso, Liliana. Liliana, ach du Schande. Wie soll man das bitte aussprechen? Egal. 22.08.56.
1,69, genau, 58 Kilogramm aus Paradiesna und Datum passt, Bild passt. Wurde auch nicht gesucht, also wunderbar. Es lebe Astorzka. Papier bitte. Nee. Transit 2 Tage. Transit 2 Tage aus Antikrien. Okay, sieht ein bisschen merkwürdig aus. Egal. So, Juri, Repkin, Juri. Oh mein Gott, ich kann es nicht aussprechen. 9x, GQX, 9x, GQX, LEWET, LEWET, Transit 2 Tage. Ja. Datum ist in Ordnung. Siegel ist auch in Ordnung. Stirnglatze, ja, 76 Kilogramm, 1,77. Datum ist auch in Ordnung. Glorian, Bild passt, Datum passt. Und dann darf er durch. Machen Sie mir ja keinen Ärger. Hat keinen Ärger gemacht. Wunderbar. So, Papiere bitte. Wird nicht gesucht. Zweck der Reise, Einwanderung. Einwanderung unbegrenzt. Wunderbar. So, Obristan. Alois, Stons Alois. Keine Ahnung. 1L3FF, 1L3FF, XUB8W, XUB8W, Einwanderung unbegrenzt, genau. Datum passt, Siegel passt. 1,74, ja, wenn sie sich mal richtig hinstellt, dann schon. 63 Kilogramm. Kurze? Ja, es sind nicht sehr kurze Haare. Okay, hat sie recht. Datum. Hatte zu tun, dann kommen sie nicht hierher. Ganz einfach. Wenn ich es früher gemerkt hätte, hätte ich sie schon früher abgewiesen. Hätte ich mehr Leute reinholen können, hätte ich mehr Geld bekommen. So, wird nicht gesucht. Transit, Dauer 14 Tage. Transit 14 Tage. Anna Freydenson, Anna. RBRKH. G5XQR, G5XQR, Transit 14 Tage, Einreise bis, ist gültig, Siegel ist auch in Ordnung, 1,66, ja, die Haare sind halt ein bisschen höher, 56 Kilogramm, kurze Locken, es könnte hinkommen, Datum ist in Ordnung, Glorian Major, Datum passt, Bild passt. Darf sie durch. Machen Sie mir ja keinen Ärger. Sie macht mir Ärger, verdammt. Was? Ablaufdatum? Ah, aua. Transit 2 Tage. Ich war früher auch mal Inspektor, genau wie Sie, vor vielen, vielen Jahren, damals in der VF. Die meisten Leute haben wir abgewiesen, jetzt wird alles von Computern übernommen, so kann man die Leute noch viel schneller abweisen. Wo ist Ihre Einreisegenehmigung? Ach, ist doch egal, was ich sage. Lehnen Sie einfach das Visum ab und ich verschwinde. So fühlt sich das also an. Ja, okay, wollte einfach mal wissen, wie sich das anfühlt, wenn man abgewiesen wird. Papiere bitte. Zweck Ihrer Reise, Durchreise, Transit 2 Wochen. Wird nicht gesucht. Transit 2 Wochen. Aus Kolechien. Nikolas, Matern, Nikolas. U7GA, LVGF. U7GA, LVGF. Transit 14 Tage. Datum ist diesmal gültig. Siegel auch. 1,92, ui, ziemlich groß gewachsen. 92 Kilogramm, Bart, Datum ist hier auch in Ordnung. West-Grästin, Bild passt, Datum passt. Darf er durch. Machen Sie mir ja keinen Ärger. Papiere bitte. Zweck Ihrer Reise, Arbeit. Dauer des Aufenthalts, ein paar Monate. Arbeit, 3 Monate, oh nee. Klick und Klick. Wunderbar, beim ersten Schuss. Ui. Man hat 3 Schüsse. Beim letzten Mal habe ich 2 benötigt. Diesmal nur einen. Ihr Arbeitstag fand durch einen Anschlag ein vorzeitiges Ende. Das gibt es jetzt gefühlt jeden zweiten Tag. Ihr Sohn ist krank und braucht Medikamente. Ihr Sohn hat morgen Geburtstag. Er wünscht sich teure Buntstifte. Genau. Er möchte die Buntstifte bitte haben.
So, Miete müssen wir natürlich bezahlen, Medikamente müssen wir bezahlen. Scharfschützenbonus 20. Ich habe beim letzten Mal auch 20 bekommen, da habe ich zwei Schüsse benötigt. War da nicht irgendwas, dass der Bonus reduziert wird, wenn man nicht trifft? Egal. Sparnisse 340, Gehalt 6 Stück nur. Beim letzten Mal hatten wir 13, 12 oder so. Das heißt, wir kriegen nur 30 Credits. Miete kostet natürlich, Medikamente kostet, Heizung, Nahrung kostet alles. Geschenk für ihren Sohn. Mann, die sind echt teuer. 25 Credits. Das ist so viel wie Miete für einen Tag. Oder so viel wie Medikamente und Nahrung. Machen wir es. Machen wir es. Ja, also wir haben eine Menge Geld. Wir haben an sich eine Menge Geld. Schon klar, man könnte zu diesem Zeitpunkt bereits 3.300 haben oder so, wenn man die Geschenke von Essig annehmen würde. Gefühl. Aber machen wir es einfach. Ja? Wir sind ja hier kein hartherziger Mensch. So. Das war's dann mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, dann lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss.